Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Space Engineers im Nerd-Zeitalter. Ihr seht vielleicht schon, es hat sich ein bisschen was getan. Irgendjemand hat eine kleinere Menge an Beton bzw. Stahlblöcken mit Betonoptik in die Landschaft geschüttet. Wir haben unseren Windturbinenturm ein bisschen versetzt und auch mal fertig gebaut, dass der irgendwie nicht so dünnhäutig ist sozusagen. Und ansonsten haben wir hier unten noch ein wenig gebuddelt und ein bisschen was verkleidet. Einfach, dass wir hier jetzt schon mal so ein bisschen einen kleinen Start für unsere Tiefgarage haben. Hintergrund ist einfach, ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach mal zwischen den Folgen, weil ich wollte euch jetzt nicht irgendwie antun, jetzt irgendwie 30 Minuten lang irgendwie einfach nur Loch bohren und Steine buddeln angucken zu müssen. Und insofern, ja, nehme ich mal schwer an, das ist in Ordnung. Ich habe, wie gesagt, nichts gemacht, was jetzt irgendwie, was wir jetzt in den letzten Folgen nicht schon irgendwie in der Form nicht gesehen hätten. Wenn wir jetzt irgendwas Besonderes machen mit Dekoblöcken oder so, das machen wir dann natürlich wieder alles zusammen. Aber gut, wir fliegen jetzt erstmal eine kurze Runde nochmal frisches Metall nachholen, weil brauchen werden wir es auf jeden Fall für das, was wir noch alles Schönes vorhaben. Und dann schauen wir mal, wo war denn das nächste Signal? 3,6 Kilometer, ja, ich glaube, das war dort. Also düsen wir wieder mit unserem kleinen Miner los. Gucken, ist der überhaupt leer? Ja, der ist leer, das ist sehr schön. Das heißt, den können wir jetzt erstmal ordentlich voll machen. Also vielleicht nicht unbedingt randvoll. Ich habe das jetzt immer noch nicht ausgetestet, wie viel der eigentlich jetzt laden kann. Also ob der, beziehungsweise ob er noch abheben kann, wenn er zu 100% vollgeladen ist. Könnten wir jetzt natürlich mal ausprobieren. Im Zweifelsfall stehen wir dann halt 5 Minuten da und müssen Zeug wieder abwerfen, damit er weiterfliegen kann. So, einmal locker flockig hier um die Kurve. Und da hat ja schon irgendjemand einen Eingang gegraben. Ja, wer war das denn wohl? Ach, das war mir beim letzten Mal, schon klar. Guck mal, hier den kleinen Fleck nehmen wir auch mit. Guck mal, da verbirgt sich ja schon einiges drunter. Ja, hier wird nichts übrig gelassen. Nichts. Oh ja, das ist tatsächlich schon ein sehr nettes Vorkommen. Und ihr seht jetzt auch, das Skript, das wir in den Programmer-Block beim letzten geworfen haben, tut hier brav seinen Job und sagt uns jetzt, wie hoch unser Füllstand ist. Das heißt, wir können hier auch ein bisschen den Überblick darüber bewahren, wie lange wir hier noch buddeln können. Weil die Sache ist so ein bisschen, wenn wir vollgeladen sind, dann können wir nach wie vor weiter bohren. Aber das Zeug landet dann halt einfach nicht mehr in unserem Inventar. Es fällt auch nicht irgendwie als Block oder so zu Boden, sondern es verschwindet halt einfach. Also wir buddeln es halt einfach nur noch weg, können es nicht mehr aufnehmen. Und das wäre natürlich schade. Und dafür ist genau dieses Skript da, damit wir irgendwie im Blick behalten, wie viel wir, beziehungsweise ob wir überhaupt noch irgendwas eintüten können oder ob es langsam Zeit wird, dann den Rückflug anzutreten. Speaking of, wir sind jetzt bei knapp 75% Cargo-Ladung. Er fliegt sich eigentlich noch recht annehmbar. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Na, jetzt wird er langsam ein bisschen träge, das heißt, jetzt sollten wir aufhören und dann mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Ein bisschen eng ist es. Habe ich da etwa gerade meine Panzerung angeditscht? Da kam mir das mal so vor. Das müssen wir nochmal gucken, wenn wir draußen sind. Ich hatte letztens noch gemeint, wir sollten eine Rückfahrkamera hinzufügen. Haben wir nicht gemacht. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt muss ich nämlich hier irgendwie schauen, dass ich hier immer irgendwie mit der Maus und Alt drumrum in die externe Ansicht gehe. Und ihr seht schon, wenn die dann blockiert wird, dann bin ich sofort wieder in der First-Person-Ansicht. Aber ja. Vielleicht hätte er auch noch ein bisschen mehr Ladung aufnehmen können, aber er kommt 90%, das ist schon ordentlich. Da haben wir jetzt ein bisschen was eingetütet. Wir können mal schauen, wie viel das konkret ist. 6,3 im... guck mal, der ist sogar schon so voll geladen, dass er schon angefangen hat, den Connector zu befüllen. Ja, das ist doch schon mal sehr annehmbar. Da haben wir wieder ordentlich was. Auch die ganze Menge an Stein, die da mitgekommen ist, ist gut. Weil wir haben es beim letzten Mal ja schon gemerkt, uns ist zwischendrin mal das Nickel ein bisschen ausgegangen. Jetzt können wir natürlich auch explizit nach Nickel suchen, das ist möglich. Aber ja, nachdem wir eh hier irgendwie immer mal wieder Erde wegmachen, sollten wir eigentlich genügend Stein kriegen, um dann entsprechend hier auch Nickel und Silikon rauszubekommen, ohne dass wir das jetzt irgendwie nochmal extra suchen und gezielt abbauen müssen.
So, wir fliegen ein bisschen langsamer, weil ihr seht schon, dadurch, dass er jetzt gut vollgeladen ist, ist er ein bisschen träger und das würde halt auch heißen, wenn wir zu viel Schwung nach unten haben, könnte es eventuell sein, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen kann und es klonk macht. Was wir an der Stelle auch machen, wo es mir gerade ins Auge fällt. Ich hatte mir hier so zwei, drei GPS-Punkte gemacht, um irgendwie von unten zu sehen, wie weit ich gegraben habe. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Und auch den Conveyor-Exit, den wir beim letzten Mal angelegt hatten, beziehungsweise beim vorletzten Mal, als wir die Landebahn gebaut haben. Ihr seht, ich habe gerade hier nur ganz kurz geduckt und er tut sich schon schwer. Wir können ein bisschen was retten, indem wir ihn so hochkippen, weil dann fangen nämlich auch die Hecktriebwerke wieder an zu helfen. Also insofern ja, ganz vollladen wäre wahrscheinlich keine gute Idee gewesen. Aber ja, wir haben es ja geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Also docken wir jetzt hier wieder unseren Port an. Ja, treffen müssen sollte man schon. Wird vielleicht gerade die nächste Kamera einbauen, noch eine nach unten, wenn ich den Platz da habe. Weil für was unten hatte ich mir noch was Schönes einfallen lassen. Oder habe ich noch eine schöne Idee so rum. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, ob wir vielleicht ihm ein ausfahrbares Landefahrwerk verpassen. Also, ihr habt ja schon diese Landing Gears gesehen, die sind halt fix. Die klebt man irgendwo an und fertig. Und das war's dann auch. Und wenn die den Boden berühren, können die halt locken. Aber so richtig cool ist es natürlich nicht. Da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen. So, einfach mit der Optik. Weil es gibt nämlich nicht nur das Landing Gear, sondern es gibt auch zusätzlich die Magnetic Plates. Das ist im Grunde genommen ein flaches Landing Gear, wenn man es irgendwie unterm Strich mal so zusammennimmt. So, der Cargo-Container ist auch schon wieder gefüllt. Wir müssen uns wohl auch langsam mal Gedanken um sowas wie ein Lager machen. Na gut, und den hier würde ich auch gerne noch mal ein bisschen umbauen, ein bisschen schöner machen. Da sind mir auch noch zwei, drei Ideen gekommen, was wir hier vielleicht machen könnten, auch ohne Cockpit. Das wäre jetzt natürlich jetzt hier. Wir könnten jetzt auch einfach hier vorne irgendwie noch was anbauen, dass wir dann jetzt hier auch so ein Industrial Cockpit haben, wie bei unserem Miner. Aber das wäre ja vielleicht ein bisschen langweilig. Also insofern, ja. Ich habe da noch eine Idee, weiß jetzt aber nicht, ob wir das jetzt schon machen. Für einen Moment habe ich mir jetzt eigentlich erstmal vorgenommen, dass wir ein bisschen was an unserer Produktion verändern. Nämlich, ihr seht ja auch, wir haben immer noch Kobalt vom letzten Mal, das immer noch, also von dem ersten Mal, wo wir Kobalt geholt haben, das ist immer noch nicht weg. Und um da jetzt mal irgendwie dafür zu sorgen, dass hier mehr passiert, im Sinne von, dass wir unsere Ressourcen wegbekommen, muss ich mal ganz kurz gucken, weil wir können mittlerweile ja auch die große Raffinerie bauen. Das wäre die hier. Ja, ihr seht schon, das ist gleich hier irgendwie eine ganz andere Größenordnung, was wir haben. Beziehungsweise, was ich gerne mal probieren würde, frei nach dem Motto, wir haben den DLC ja. Ich würde mal aus dem Industrial Update die industrielle Raffinerie ausprobieren wollen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ah. Er ist natürlich ein kleiner Nachteil und zwar hat die keine Conveyor Ports unten. Oben wäre nochmal einer, da bringt er uns aber herzlich wenig. Das heißt also, wenn wir die vernünftig verbauen wollen, würde ich sagen, setzen wir eine hier hin und eine hier hin. Dann. Vielleicht hätte ich mir auch erstmal irgendwie einen schönen Skin dafür aussuchen sollen. Was nimmt man da? Also auf jeden Fall. Ja, vielleicht so ein kleiner Orangeton, so einfach so diesen industriellen Baustellenton einfach für alles nehmen, was irgendwie produziert. Können wir mal ausprobieren. Ich habe jetzt auch schon mal zwei Raffinerien gesetzt, auch wenn ich jetzt im ersten Schritt wahrscheinlich erstmal nur eine voll machen werde. Was wir dann eigentlich auch gleich noch machen können. Oh, wisst ihr was? Das machen wir jetzt gleich von Anfang an, jetzt hier schon so ein bisschen professionell. Also. Erstmal brauchen wir hier unten Platz. Ah, perfekt. Da kommen wir direkt neben der Tiefgarage raus. Das passt mir ganz gut. Weil wir müssen jetzt hier natürlich noch ein Stück weiter. Außerdem müssen wir hier was umrouten. Also, fragst du wahrscheinlich schon gerade, was ich hier irgendwie schon so halblaut vor mich hin nuschle. Und zwar die Idee ist folgende. Es gibt einen Block,
dem man sagen kann, hör zu, bitte zieh dir aus einem Netzwerk bestimmte Blöcke heraus, beziehungsweise du kannst auch sagen, verbiete, dass die Blöcke durch diesen Block durchwandern. Und die Idee, die ich jetzt habe, ist, wir routen im Grunde genommen den Anschluss von unserem Landingpad um. Haben wir schon das erste Problem. Na gut, was heißt Problem? Nennen wir es lieber die erste Herausforderung. Aber alles kein großes Thema. Muss ich ganz kurz mal nachdenken. Also hier oben haben wir noch unsere alte Produktion, den H2O2-Generator. Unsere Raffinerie kommt hier oben runter. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Conveyor-Sorter. Ihr seht schon, die Pfeile geben die Flussrichtung an, die der erlaubt. Deswegen drehen wir den jetzt nach oben. Und haben schon wieder nichts. Okay, das war klar. Naja, unser Jetpack ist glücklicherweise noch gut gefüllt. Deswegen soll das jetzt nicht so das Problem sein. Habe ich denn schon wieder alles im Bildplaner drin? Eigentlich nicht viel. Naja. So. Wir haben jetzt hier diesen Conveyor-Sorter. Der wird jetzt... Ich hoffe, dass ein kleiner Cargo-Container hier nicht zu gering gepokert ist. Andererseits, so schnell wie die Raffinerien arbeiten, sollte das funktionieren. Dann bauen wir jetzt hier einen Cargo-Container rein. Der Übersicht halber würde ich dem Kind auch gleich einen Namen geben. Small Cargo, den nennen wir Small Cargo Container. Nein, wir nennen ihn Small Cargo. Und dann Ohr für Erz. So, nachdem der ja hier in alle Richtungen seine Conveyor Ports hat, können wir dann hier auch die Raffinerie dann irgendwann mal bauen, beziehungsweise... Oh, na gut, wir haben ja, stimmt, wir haben ja einen Haufen Platten produziert. Mal gucken, ob es auch für alles reicht. Sehr gut, es reicht für alles. Wie gesagt, diese Raffinerie kommt aus dem Heavy Industry DLC Update. Ist im Grunde genommen genau dieselbe, also was die Funktion, Geschwindigkeit, Effizienz und so weiter angeht, ist es genau dieselbe Raffinerie wie die Standard-Raffinerie. Also die macht da nichts anderes. Die hat hier halt nur so ein paar begehbare Platten, also man kann hier so ein bisschen durchlaufen und irgendwie, ja, es sieht halt ein bisschen fancy aus. Dadurch, dass wir jetzt hier oben rumlaufen und das Ding nicht irgendwo in einem Schiff verbauen, habe ich mir jetzt einfach mal entschieden, die zu benutzen. Ja, sieht ganz nett aus und wir brauchen ja in unserer Produktion dann noch ein paar Sachen und dann können wir hier so ein bisschen so eine halbwegs einheitliche Optik gewährleisten. Die Raffinerie hat eine Besonderheit und zwar seht ihr hier hinten auch Anschlüsse. Diese Anschlüsse sind aber keine Access Ports. Also ihr seht, die werden nicht gehighlightet, ich kann sie nicht benutzen und durch diese Anschlüsse, sie sind auch ein bisschen kleiner als die normalen Access Ports, können keine Items durchgehen. Die sind nämlich für was anderes da. Und zwar gibt es für die große Raffinerie oder gibt es generell Update-Modules. Wenn wir jetzt mal hier nach Module suchen, wir nehmen hier gleich die ganze Blockgruppe mit. Und zwar gibt es drei Arten von Modulen. Das eine ist Speed, heißt das Ding arbeitet schneller, braucht aber auch mehr Strom. Das zweite ist Yield. Yield bedeutet, eine Menge an Erz, die reinkommt, kommt eine höhere Menge an verarbeiteten Ressourcen raus, als es das normalerweise der Fall wäre. Und zu guter Letzt gibt es noch das Power Efficiency Module und davon will ich auf jeden Fall zwei Stück an das Ding hier ranflanschen. Einfach weil diese Module den Strombedarf drücken und das Ganze ziemlich ordentlich. Und zwar nämlich so weit, dass eine Raffinerie mit zwei Power Efficiency Modulen weniger Strom braucht, also eine große Raffinerie wohl bemerkt, als die kleine Basic Refinery hier vorne. Weniger Strom hat dann natürlich auch wieder den Vorteil, wir müssen weniger Strom von unserer Base wegfressen, heißt es landet mehr im Akku. So, hier müssen wir auch nochmal was in den Bildplaner stopfen. Oh, haben wir keine Construction Components mehr? Wir haben keine mehr. Und wir haben offensichtlich auch kein Nickel mehr, um ganz viele Motoren zu produzieren. Ich habe vorhin noch so großspurig gemeint, vielleicht müssen wir ja gar nicht... Schau doch mal an, wenigstens haben wir schon mal den größten Teil unserem Kobalt verballert. Das ist so.
Was wir jetzt natürlich mal machen können, ist, um hier ein bisschen zu helfen, wir schnappen uns einfach mal das ganze Eisen. Und stopfen das hier rein. Und ihr seht schon, unsere neue Raffinerie macht sich hier direkt. Ne, das ist die Basic. Unsere neue Raffinerie hat sich hier schon direkt daran gemacht, das ganze Zeug hier irgendwie klein zu hacken. Wir haben hier nochmal 3000 Eisen drin. Sehr schön. So, wir werden aber wahrscheinlich tatsächlich dann doch nochmal Nickel suchen müssen, weil das hier ist gerade ein bisschen knapp. Bin ein bisschen doof. Anscheinend habe ich es irgendwie verrafft, das Eisen richtig zu nehmen. Aber gut, sie macht auf jeden Fall. So, die ist natürlich jetzt im Moment noch mit nichts verbunden. Das macht einiges ein bisschen unangenehmer, aber dazu kommen wir jetzt. Als erstes brauchen wir auf jeden Fall mal eine Menge an... So viel zum Thema Mengen. Wir haben von irgendwie so schon wieder von allem nichts mehr. Zum Gerüst bauen wird es erstmal reichen. Eigentlich finde ich es jetzt auch fast ein bisschen schade, dass der andere Teil hier so weit daneben ist. Eigentlich würde ich das, glaube ich, lieber auf eine Linie bringen wollen. Da müssen wir halt den Connector nochmal ein Stück versetzen, aber ich glaube, das ist kein großes Problem an der Stelle. Also wir gucken jetzt erstmal da oben, kommt unser Conveyor runter. Einfach damit es hier ein bisschen abschließen, möchte ich hier jetzt einen normalen, nochmal so einen normalen Conveyor-Port bauen. Außerdem wissen wir doch nicht, ob wir später vielleicht nochmal hier unser ganzes Netzwerk erweitern wollen. Und dann ist es nicht zu verkehrt, schon an ein paar Stellen noch ein paar Slots frei zu ein paar Conveyor-Slots frei zu haben, mit denen wir dann halt einfach, an die wir dann sozusagen anbauen können, um irgendwie zu erweitern. Beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, zwei Raffinerien reichen uns nicht mehr, wir brauchen noch mehr von dem Zeug. Wobei mit der eingestellten Verarbeitungsgeschwindigkeit sehe ich uns da jetzt erstmal nicht so in der Notwendigkeit, dass wir jetzt irgendwie hier 80 Raffinerien aufstellen müssen. Aber ja, einfach, dass wir Optionen offen haben, hier im Zweifelsfall nochmal ein bisschen auszubauen, möchte ich das jetzt hier noch so ein bisschen, möchte ich da jetzt hier eben, wie gesagt, nicht einfach nur das so ein einfaches Rohr hinbauen, sondern nehmen wir gleich die Conveyor Junction. Was man allerdings dazu sagen sollte, wenn man so wenn man größere Netzwerke baut, die und wir hatten ja beim letzten Mal schon ein bisschen über das Thema Server-Performance gesprochen, Conveyor Junctions ziehen tatsächlich mehr Leistung als die das Jetpack Fuel ist fast leer. Schaffen wir es noch bis hoch, bevor es uns ausgeht? Ja. Schaffen wir es auch noch hier hoch? Gerade so. Ja, okay. Bisschen raue Landung, aber wir haben es noch hinbekommen. Alles gut. So, dann gucken wir mal kurz unseren H2-Generator. Hacken mal die Wasserflasche wieder rein, dass der wieder voll ist. Also die Wasserstoffflasche natürlich. Wir haben auch noch 10.000 Eis, das freut mich. Und was wir dann mal im nächsten Schritt machen... Hier noch mal ein bisschen Eisen ab und packen das hier hinten hin. Können wir die kleine Raffinerie ein bisschen entlasten. Vor allem will ich die jetzt möglichst bald leer laufen lassen, weil die kommt weg. Die kommt einfach weg, genauso wie der Basic Assembler. Da bauen wir jetzt auch gleich noch den großen Kollegen. Und einfach, um hier mit unserer Optik konsistent zu bleiben, würde ich jetzt an der Stelle hier auch nicht einfach den Standard Assembler nehmen, sondern den Industrial. Das Einzige, was bei dem jetzt natürlich ein bisschen suboptimal ist... ja, der wäre jetzt natürlich auf der Seite hier schöner gewesen, weil er da oben mit dem, sozusagen mit dem Band anschließt. Dann bauen wir ihn vielleicht doch hier hin. Aber dann müsste ich erstmal die andere Raffinerie fertig machen. Ach komm, weißt du was? Der kommt dann doch daneben hin erstmal, zumindest der erste. Ich würde dann eh später zwei bauen wollen. Weil wir werden eh sehr viel mehr produzieren als das, was wir momentan haben.
Ah, schau mal an, wir haben fast alle Teile. Das Einzige, was uns fehlt, sind noch 60 Computer. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten in dem Basic Assembler bereits 60 Computer sein. Das heißt, wir könnten den einfach schon mal zerlegen und den neuen bauen. Ja, zieht natürlich übrigens auch mehr Strom. Das heißt, auch dem würde ich wieder zwei von den Stromsparmodulen sozusagen verpassen wollen. Aber eins nach dem anderen. Wir schauen jetzt erstmal, der hat 80 Computer. Sehr gut, das heißt, wir müssen den erstmal ein bisschen leer machen. Kommt hier alles in die Kiste rein. Und dann kann das hier weg. So, jetzt können wir natürlich in der Sekunde nichts mehr bauen, beziehungsweise theoretisch doch mit dem Survival Kit könnten wir noch was bauen, aber der Schmerz war nur von kurzer Dauer. Jetzt können wir hier was bauen. Jetzt schauen wir mal kurz rein, was der uns so alles erlaubt. Und ihr seht jetzt, der erlaubt uns auch noch, dass wir Thruster Components bauen können, Reactor Components, Medical Components, ne, ich glaube Medical Components konnte der andere schon, bin ich mir gerade nicht sicher. Wir können Explosive bauen, wir können Gravity Components bauen und Superconductors. Also damit können wir jetzt im Grunde genommen alle Komponenten bauen, die uns das Spiel so zur Verfügung stellt. Was wir dann halt eben auch später brauchen würden, um irgendwelche großen Schiffe zu bauen. Also so, dann packen wir die ganzen Erze jetzt einfach erstmal hier rein. Und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Teile brauchen, mit denen wir dann unsere... Was brauchen wir hier noch? Noch ein paar Interior Blades. Mit denen wir dann jetzt hier unten unser Netzwerk neu bauen können, weil das muss jetzt auch alles wird umgebaut. Auf jeden Fall noch einen Haufen Stahlplatten, das ist ganz gut, weil ich würde nämlich dann auch schauen, dass wir haben ja hier zufälligerweise, als hätte es jemand ausgemessen, 3 Blöcke in der Höhe. Das heißt, wir könnten hier mittelfristig nach hinten ausbauen und könnten uns dann dort unter der Erde noch ein paar große Cargo-Container verstecken. Mal schauen. Ja, hier ist natürlich jetzt nicht alles ausgebaut. Also unsere Platte geht halt nicht ewig weit, aber gut, das können wir im Zweifelsfall auch noch umstellen. Oder was wir natürlich auch machen könnten, ist, wir bauen ein Nebengebäude, das wir dann ausschließlich als Lager verwenden. Eigentlich auch eine ganz sexy Idee. Also ihr seht auf jeden Fall, das Spiel gibt einem viele Optionen, um sich da in vollem Umfang abzuspinnen. So, Stein können wir auch mal hier rüber packen. Das wäre nämlich ganz praktisch, dann ist hier auch schon ein bisschen Nickel vorhanden, mit dem dann wieder der... Achso, das holt er immer noch aus dem Miner raus wahrscheinlich. Ich hatte gefragt, von wegen, so viel war doch gar nicht mit dem Container drin, wo kommt denn das ganze Zeug her? Wir können mal nachgucken, was sagt denn unser kleiner Miner? Das wären jetzt hier die orange angezeigten Inventories, also sprich, das hier sind schon die Bohrer vom Miner, das Industrial Cockpit davon, die Cargo Container und ja, wir sehen, der hat noch einiges an Stein und Eisen drauf. Also da sollten uns nicht allzu schnell die Ressourcen ausgehen, aber... Ich mache jetzt was, und zwar schalte ich die Basic Refinery erstmal ab. Ach, gleich viel ruhiger hier, schön. So, nächster Schritt. Wir haben hier ja schon mal so grob unten runter durchgegraben und unsere Conveyor-Linie gelegt. Sind wir hier noch richtig ausgerichtet? Ja, sind wir. Das heißt, das, was wir auf der einen Seite gemacht haben, machen wir jetzt hier gerade wieder. Gucken wir mal mit dem Rechtsklick nach unten. Irgendwie bin ich verwirrt. Ja, der alte Mann ist sehr verwirrt und auch ein bisschen blöd, weil... Nee. Also jetzt müsste ich eigentlich direkt vor dem Rohr stehen bleiben. Und das tue ich. Sehr gut. Rohr. Ja, dann weiß ich nicht, was ich da unten für einen schrägen Mist gegraben habe. Gehen wir hier halt auch nochmal kurz mit dem Rechtsklick durch die
durch das Granit durch und bei den Conveyors ist es jetzt auch nicht so wild. Die kann ich auch ein bisschen in den Stein reinsetzen. Das wird mir nicht weiter wehtun. So, was haben wir denn noch auf Tasche? 66 Interior Plates. Das reicht auf jeden Fall für den Moment, um das zu tun, was wir tun wollen. Nämlich, wir gehen wieder hin und sagen, wir hätten gerne eine Kurve. Danke. Dann eine ganze Menge an Gerade. Wieder hier ankommen. Da oben setzen wir jetzt wieder eine Junction, falls wir dann nochmal irgendwann auf die Idee kommen, noch was anklemmen zu wollen. Nächste Kurve. Dann können wir mal schauen, wie viel wir die Dinger auch zugeschweißt bekommen, bevor wieder rumjammert, dass wir nichts mehr haben. Ja, und da gehen uns die Ressourcen aus. Das ist ja ein Träumchen. Apropos, mir geht was aus. Ich glaube, ich habe gerade einen Warnton gehört, dass mein Kopfhörer gleich den Geist aufgibt. Das heißt, ich müsste mal ganz kurz nachladen. Gebt mir mal eine Sekunde bitte. Das heißt, ich mache eine ganz kurze Pause in der Aufnahme. Sorry dafür. So, und da geht's auch wieder weiter. Ja. Das sind also die Momente, wo man sich dann doch denkt, kabellos hat auch so seine Probleme. Das ist eins davon. Andererseits halt auch viele, viele angenehme Vorteile. Also die Fähigkeit, während man mit irgendjemandem Discord oder so am Labern ist, einfach mal irgendwie spontan mal kurz vor die Tür oder so zu gehen, um Dinge zu tun, die wir nicht advertisen, hat schon seine Vorteile. Dafür hat man natürlich ständig diese, ja, Ladestandsangst. Beim E-Auto nennt sich das ja dann Reichweitenangst, weil irgendwie, ja, komme ich mit meinem Akku überhaupt noch bis dahin, wo ich will. Für uns Gamer ist es dann eher so, kann ich mit meinem Kopfhörer noch lang genug hören, um die Aufnahme fertig zu kriegen? Und in dem Fall war die Antwort nein. Naja. Definitiv First World Problems. Oh mein Gott, die Akkuladung meines Kopfhörers hält nicht lang genug. Früher hätten wir uns gewünscht, wir hätten Kopfhörer gehabt. So, was fehlt da noch? Bildplaner ist leer. So. Okay, es mangelt an Construction Components, nachdem hier unten noch nichts verbunden ist. Müssen wir die jetzt wohl irgendwie hier in Auftrag geben. Der übliche Produktionshopser, wir haben alles sehr schön. Na, muss ich auf der anderen Seite runter, hier ist nicht genug Platz. Ihr seht übrigens hier, die Conveyor sind gelb, das heißt, sie haben Strom, aber sie können noch keine Verbindung herstellen errechnet im Grunde genommen immer von, also nicht von den einzelnen Tubes, sondern errechnet immer zu den Endpunkten oder oder anderen funktionalen Blöcken, an die sie angeschlossen sind. Also beispielsweise jetzt, wir sehen auch hier oben zwischen der Junction hier und da oben dem Cargo-Container sind alle grün. Warum? Weil hier alles so weit in Ordnung ist, dass die Items bis hierhin laufen können. Da unten ist die Verbindung aber noch nicht vollständig, deswegen ist hier alles gelb, um uns zu warnen, Achtung, hier stimmt irgendwas nicht. In dem Fall ist natürlich die Ursache relativ naheliegend. Die Dinger sind einfach noch nicht alle fertig gebaut. So. Sind jetzt aber immer noch gelb. Warum? Weil diese Conveyor Junction hier auch noch nicht fertig gebaut ist. Aber gut, dazu kommen wir gleich. Hier können wir eigentlich auch schon mal ein bisschen Platz schaffen. Da ist auch noch eine kleine Menge an Botanik im Weg. Eigentlich fast ein bisschen schade, dass wir irgendwie uns beim letzten Mal irgendwie auf der einen Stelle das Loch gebordelt haben und jetzt gerade wieder wegrupfen. Aber andererseits, das wird ja eh jetzt gleich alles verschalt. Also insofern wird uns das in Zukunft auch nicht großartig stören. So, wir bauen unseren Connector. Ich baue den einfach mal so hin. Warum auch nicht? Macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob die jetzt so oder so ausgerichtet sind. Außer natürlich Optik und persönlicher Anspruch. So, wir haben keine Motoren mehr. Können wir noch welche bauen?
Oh, ein paar gehen noch. So. Ach, die Komponente brauchen wir eigentlich gar nicht, weil hier können wir uns ja eines schönen Trickes bedienen, nämlich der Miner fliegt auch mal 2-3 Minuten in der Luft, wie wir das ja schon mal beim letzten Mal gesehen haben. Das heißt, er steht jetzt hier einfach mal kurz doof rum. Den sensen wir einfach mal weg und stecken die Teile gerade hier rein. Ja, das mit dem Landeplatz machen wir dann auch irgendwann noch schöner. Das ist im Moment alles noch so ein bisschen. Das kann man so machen. Hier einfach das Ding in den Boden und fertig. Klauen wir uns mal kurz die Farbe. Machen wir mal schön zu. Zack. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur ein bisschen zurücksetzen. Andere Richtung. Runter damit. Connector gelockt, Batterien auf Aufladen, Triebwerke aus und ja, es ist, als wäre er nie woanders gewesen. Naja, fast. Bisschen Arbeit haben wir hier noch. Das hier kommt alles weg. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch noch die letzten paar Voxel hier kurz entfernen, auch wenn das jetzt vielleicht, wenn wir Pech haben, ein bisschen Schaden an den Platten macht. Seht schon, dass da davon gehen die halt, werden die halt nicht besser, wenn wir da irgendwie mit dem Presslufthammer drauf rumnölen. So, dann haben wir hier erstmal wieder unseren Abschluss. Das ganze Geraffel ist jetzt hier auch nicht mehr so im Weg, sondern das ist alles ein bisschen frei. Und wir haben auch zufälligerweise jetzt noch ein paar Komponenten auf Tasche, mit denen wir dann jetzt hier unsere Verbindung fertig kriegen sollten. Das heißt, jetzt schweißen wir die Blöcke hier noch zu. Und voilà, sie sind grün. Das heißt, wir haben eine Verbindung, die von hier bis nach hinten geht und wir somit unsere Materialien, ach nee, noch nicht ganz, weil wir haben ja jetzt hier den Conveyor Sorter, der ist aber noch nicht eingestellt. Glücklicherweise müssen wir nicht an den Block selber direkt ran, sondern wir können ihn noch einfach im Control Panel suchen, und zwar suchen wir jetzt nach dem Sorter, den nennen wir mal Conveyor Sorter Ore, einfach damit wir dann wissen, dass der dafür da ist, um uns das Erz rauszuziehen. Jetzt sagen wir auf jeden Fall, Filter Mode ist nicht Blacklist, so würde er blockieren. Wir sagen Whitelist. Und jetzt müssen wir ihm noch sagen, was er alles whitelisten soll. Wir sehen jetzt hier unten Auswahl, wo wir einen Haufen Zeug haben. Ich könnte jetzt einfach Ohr anklicken und glücklich weglaufen, aber das mache ich nicht. Was ich stattdessen mache, ist, ich sage ihm explizit, welche Erze ich haben will. Und gebe dann im Grunde genommen zwar alle an, aber ich gebe kein Eis an, weil aus irgendeinem Grund gehört Eis zu der Ohrgruppe. Und wenn wir irgendwann ein Schiff haben sollten, das uns Eis irgendwo hin transportiert, will ich das nicht da andocken und dann wird das ganze Eis da irgendwie schon komplett rausgelutscht. Das wäre dann nämlich für die, wenn es ein Wasserstoffschiff ist, ziemlich ungut für seine Reichweite. So, also wir haben jetzt Kobalt, Gold. Man sieht jetzt auch gleich nochmal, was es hier alles an Ressourcen gibt. Wir haben Eisen. Wir haben Magnesium. Dann kommt dazu Nickel. Old Scrap Metal. Ich habe es noch nie gesehen. Es gibt ein Item Old Scrap Metal im Spiel. Keine Ahnung. Ist mir noch nie zu Gesicht bekommen. Ich klicke es hier nur immer wieder ein, weil es soll angeblich genauso wie das normale Scrap Metal von der Raffinerie verarbeitet werden. Ja, aber wie gesagt, fast 2000 oder beziehungsweise mittlerweile wahrscheinlich sogar über 2000 Spielstunden. Noch nie Old Scrap Metal gesehen. Naja, man kann nicht alles haben. Weiß nicht, ob das vielleicht noch ein Legacy-Item ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber Scrap Metal wollen wir natürlich auch drin haben. Das soll in die Raffinerie und verarbeitet werden. Silicon Ore, Silver Ore und zu guter Letzt müsste hier noch Stone und will ich Uran sein. So, Platin haben wir. Das heißt, hier haben wir jetzt alle Erze drin, die es im Spiel so gibt, beziehungsweise alle gängigen Erze. Und was jetzt passiert ist, wenn jetzt hier irgendwo was dran ist, wie beispielsweise unser Miner. Der ist jetzt komplett leer. Vielleicht haben wir irgendwo noch
Dann würde dieses Erz auf jeden Fall eingeladen werden. Wir können das ja mal ganz kurz demonstrieren. Wir haben ja hier die Basic Refinery, in der noch ein bisschen Zeug drin steckt. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir nehmen den Stein und wir nehmen das Metall und wir nehmen das Eisen und stecken das hier in den Medium Cargo Container von unserem Miner, dann seht ihr schon, das verschwindet jetzt einfach und im Hintergrund springt die Raffinerie an. Das heißt, unsere Verbindung funktioniert. Wenn wir hier andocken und irgendwas Erziges auf Tasche haben, dann wird das hier automatisch durch das Conveyor-System unter der Tiefgarage durchgezogen. Läuft hier lang, hier unten durch. Und der Conveyor-Sorter hier sorgt dafür, dass das hier alles schön rausgelutscht wird. So. So viel an der Stelle schon mal. Jetzt finde ich das hier mit diesen Röhrchen noch nicht so ganz berauschend, aber da können wir was tun. Und zwar schauen wir mal, wir können schon Fenster bauen. Wir haben natürlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal diese Art von Fenstern. Das sind im Grunde genommen die ältesten Fenster, die es im Spiel gibt. Früher gab es, also ganz, 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 ganz früher, als es irgendwie 2013, 2014 Super Early Access war, waren diese Blöcke hier, also die beiden, die einzige Art von Fenster, die man bauen konnte. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil ihr seht schon, die sehen zwar schon so ein bisschen fensterig aus, aber irgendwie, ja, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass es besonders luftdicht ist, weil dieses Spiel hat auch die Möglichkeit, eine Simulation auf Luftdichtheit zu machen, beziehungsweise man kann Räume pressurizen. Und das ist mit den Dingern einfach nicht möglich. Die sind komplett luftundurchlässig. Und irgendwann später kamen sie dann mal und haben dann richtige Fenster hinzugefügt. Schauen wir mal ganz kurz. Wir nehmen wahrscheinlich einfach die ganz normalen 1x1 Fenster. Aber die hätte ich dann gerne wieder in Schwarz. Und außerdem brauche ich noch Zeug. Das passt. So, und wenn wir jetzt mal schauen, was natürlich ein bisschen suboptimal ist, das ist aber auch ähnlich wie bei Minecraft. Wenn du irgendwas hast, was du an die Wand flackst, dann belegt es trotzdem den ganzen Block. Also das heißt, da muss man auch ein bisschen schauen, wo man das Zeug so hinpackt. In unserem Fall ist das jetzt aber relativ klar. Wir bauen das hier so an. Und zwar auch absichtlich mit der abgedunkelten Seite zu uns. Wir könnten auch eine andere Variante nehmen, dann wäre das jetzt hier die helle. Aber in dem Fall möchte ich das hier jetzt ein bisschen abdunkeln. Ja, wir können jetzt immer noch unsere Rohre durchsehen. Das sieht dann ganz cool und technisch aus. Aber wenn wir jetzt hier so lang laufen und jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel Licht anhaben, dann ist das hier einfach so ein bisschen abgedeckt, ja. Und hat noch den Nebeneffekt, dass das Glas auch tatsächlich die Conveyor Tube vor Beschädigung schützen würde. Also natürlich auch nicht unendlich, aber das hält schon ein bisschen was. So, das heißt, hier müssen wir natürlich wieder umdrehen, weil dasselbe Spiel möchte ich auch hier machen. Jetzt momentan kann ich jetzt hier erstmal nur zwei Platten verbauen, weil ich hier einen Block tiefer bin. Weiß ich noch nicht, ob das so bleiben wird. Wahrscheinlich eher nicht. Wobei. Können wir mal schauen. So, im nächsten Schritt. Jetzt haben wir schon mal das geschafft. Das heißt, ja gut, das ist für die Folge wahrscheinlich auch schon fast wieder genug. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall schon mal ein einfaches Conveyor-System geschaffen, das uns automatisch unser Erz zu unserer neuen Raffinerie zieht. Der Assembler ist direkt angeschlossen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also da sind wir heute wieder ein bisschen vorangekommen. Der alte Schmodder kommt dann auch bald weg. Ausgeschaltet ist die ja schon. Das heißt, eigentlich könnten wir mal gucken, dass wir das ganze Zeug hier schon mal wenigstens hier umlagern. Und ja, dann für die nächste Folge sollten wir dann mal überlegen, ob wir dann gleich die zweite Raffinerie auch noch online bringen und hier hinten noch alles mit den Modulen versehen. Und dann können wir uns vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, wie wir das Ganze hier jetzt auch dann zumachen, weil das mit der Metallplatte ist ja ganz schön, aber wir wollen ja irgendwann mal ein Basisgebäude haben. Wird wahrscheinlich eher recht klein ausfallen. Tiefgarage haben wir da unten. Ist die Frage, ob ich hier nochmal auf der Seite hier oben noch eine haben will. Das muss ich nochmal drüber nachdenken. So, ach komm. Das hauen wir jetzt gerade auch noch weg, wenn wir schon noch da sind. Die Minute hast du noch, ne? So, rein da und können wir hier nochmal kurz Gesundheitsgönnung einleiten. Und dann sind wir an der Stelle jetzt erstmal wieder fertig.
und gucken dann, dass wir beim nächsten Mal weitermachen. Wie gesagt, also der Gedanke ist jetzt hier so ein bisschen, das hier so zu erweitern, dass wir jetzt hier irgendwie ein kleines Gebäude dann noch dazu haben, in dem wir dann auch mal schauen können, dass wir vielleicht dann demnächst eine richtige Medical Bay haben und nicht hier dieses kleine popelige Survival Kit. Wir müssen uns auf jeden Fall noch Gedanken machen, wie wir das hier alles wieder zusammen vernetzen, weil momentan haben wir jetzt hier irgendwie den H2O2-Generator mit dem Cargo-Container und dem Survival-Kit und hier drüben die Raffinerie, aber das ist nicht mehr mittlerweile verbunden. Das heißt, da müssen wir auch nochmal irgendwie was schauen, dass wir da uns was einfallen lassen, wo das Zeug dann final hinkommen soll. Ja, also kurzum, es gibt weiterhin viel zu tun. Außerdem würde ich auch gern irgendwann mal den Kollegen hier nach unten verfrachten. Das möchte ich aber jetzt noch nicht tun, weil er im Moment noch keine Möglichkeit hat. Er hat noch keinen Connector, also wir können nicht an die Basis ranklemmen. Außerdem fehlt unten auch noch einer. Wir könnten natürlich gucken, ob wir den dann hier noch irgendwie anschließen oder da. Oder wir machen was total Abgefahrenes. Gibt ein paar Möglichkeiten. Gibt ein paar Möglichkeiten. Aber gut, für den Moment danke ich euch erstmal vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da. Lasst dem Kanal ein Abo da, wie auch immer. Es wird auf jeden Fall weiterhin neuen Space Engineers Content geben. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.